Darf ich jetzt unseren nächsten Vortragenden begrüßen, Josef Mittmann aus Beratzhausen. Er ist Vorsitzender vom Pomologenverein hier in Regensburg und hat auch selber also eine sehr spezielle Liebe für dieses ganze Thema entwickelt. Und ich bin wirklich froh, dass wir ihn heute hier begrüßen dürfen. Und er wird uns jetzt einiges zum Thema Veredeln von Bäumen und auch von Ziergehölzen erzählen. Herzlich willkommen und danke, dass Sie hier sind. Ja, danke für die Einladung. Ich habe natürlich jetzt für diese Tageszeit ein Problem, bei mir gibt es nichts zum Essen. Weil es dauert länger über das, was wir sich unterhalten, bis was zum Essen gibt. Kurz zu meiner Person, ich bin halt auch in der Kindheit zu Obst gekommen, weil der Vater veredelt hat. Und diese Obstsorten sind immer mehr geworden. Jeder hat gesagt, das ist gut. Ne? Gut ist dann eine, hat dann unterschiedliche Prioritäten. Ich habe Obstwiesen, ich habe so an die 400 Bäume, 500 Sorten, was sich dann immer zu einer Spezialisierung führt. Äpfel und Kirschen und Zwetschgen werden früher oder später jetzt an der Säge weichen müssen. Ich habe mich jetzt rein auf Wirtschaftsbirnen fixiert. Und da wiederum speziell auf Kochbirnen und auf rotfleischige Birnen. Da man sich da entfalten kann, muss man die Technik des Veredelns können, weil sie ich sag mal, 90% der Obstsorten, was es gibt, nicht kaufen können. Es gibt die Sorten bei Sammler, es gibt die Sorten bei Erhaltungsgärten, aber sie kriegen die Früchte nicht beim Gärtner und auch nicht in der Baumschule, außer sie lassen es im Auftrag veredeln. Und ja, wenn sie es selber machen können, spart ihnen das viel Geld. Zum Veredeln selber kann man sagen, die Veredelung ist eine uralte Geschichte, also keine neue Erfindung, sondern eine uralte Geschichte, wo sehr viele Mythen drin sind, wo sehr viel, ja, ich sage mal, Jägerlatein mit drin ist. Und man sieht schon auf dem Bild hier, das ist von einem Augsburger Balzbuch, so wie der veredelt, werden Sie nie davon einen Baum kriegen. Es funktioniert nicht. Es war also da zu der Zeit damals schon ein Geheimnis. Auch auf diesem französischen Bild funktioniert nicht. Wie es funktioniert, werden wir ansprechen. Wir werden aber auch ansprechen, ein bisschen die Kulturgeschichte, das Veredeln im Gemüsebau, was auch immer mehr kommt, wenn Sie zu Hause gärtnern, was interessant ist. Das Veredeln von Ziergehölzen, natürlich das Veredeln von Obstgehölzen. Was ist Veredelung? Warum wird veredelt? Wer veredelt seit wann? Welche Veredelungsmethoden gibt es? Ich habe verschiedene gestern noch vorbereitet, dass Sie es zumindest einmal gesehen haben, aber in der Hand gehabt haben. Wichtig ist der richtige Zeitpunkt zum Veredeln. Dann vom Zeitpunkt ist abhängig, wie wird veredelt. Und was viele oft vergessen oder nicht wissen, wie bereite ich meine Veredelung vor, beziehungsweise wie kontrolliere ich das hernach. Weil wenn auch die Veredelung funktioniert hat, gibt es verschiedene Parameter, die wohl ganz natürlich sind, wo dazu führen, dass ein Handwerk wieder abstirbt. Von der Kulturgeschichte her, man vermutet, dass 1000 vor Christus mit dem Veredeln losgegangen ist. Man braucht dazu festes Werkzeug. Es hat vor Christus Hippokrates das Okulieren schon beschrieben, was heute noch eine geläufige oder in die Baumschulen eine sehr verbreitete Methode ist. Auch in der Bibel
am Paulusbrief an die Römer spricht man schon vom Pfropfen eines guten Ölzweigs auf einen wilden. Also das sind Hinweise, da man diese Geschichten schon länger kennt. Eingeführt oder verbreitet ist es dann in erster Linie worden unter dem Kaiser Karl den Großen, der natürlich einen Obstbau sehr gefördert hat. Der Grund war dann der, man hat um die Bevölkerung, die wo da zugenommen hat, zusätzliche Nahrungsquellen gebraucht. Und da hat sich natürlich das Obst angeboten, eben wegen seiner großen Möglichkeiten der Verwertung. So ab Ende des 17. Jahrhunderts kommen dann erst die Obstbäume in die freie Landschaft. Bis dorthin war das ein ganz geheimes oder Relikt in den Klöstern und auf den Gutshöfen. Veredeln ist immer ein Produkt, um ein höherwertiges umzuwandeln. Man kennt das von den Bäckern, der aus Mehl Brot macht, Metzger aus dem Schweiner Wurst, der Schnapsbrenner aus den Früchten einen Brand und Edelsteine durch Schleifen und man kennt seinen Gartenbau. Und im Gartenbau haben wir wieder verschiedene Möglichkeiten. In den Blumen arbeitet man mit Salze, um verschiedene Farbtöne zu kriegen, grob bei Rhododendron zum Beispiel. Im Samenbau durch Selektion und im Zierpflanzenbau, Gemüsebau und Obstbau haben wir dann die Veredelung der Gehölze. Warum veredelt man überhaupt? Warum macht man so die Arbeit? Man hat festgestellt, es dient der Krankheitsverhinderung, besonders jetzt, wenn es ums Veredeln von Gemüsesachen geht. Die Böden in den Treibhäusern werden müde. Man hat jetzt dann festgestellt, wenn man andere Unterlagen nimmt, robustere Unterlagen, damit das Gemüse, erstellende Gurken oder Tomaten, wieder besser wächst. Was besser bekannt ist, vielleicht die Reblaus, gerade in Regensburg. Regensburg war ja mal Weinbaugebiet und ist mit dem Aufkommen der Reblaus zusammengebrochen. Man hat dann in Amerika festgestellt, Amerika hat das Problem schon länger gehabt und da hat sich dann auch das Gehölz oder die Weinunterlagen gewehrt gegen diesen Parasiten und dann hat man die veredelt und somit ist der Weinbau auch wieder in Gebieten möglich, wo sehr stark mit Reblaus befallen worden sind. Dann gibt es Unverträglichkeitsvermeidungen. Das hängt damit zusammen, die Gärten werden immer kleiner. Man kann Sämlinge in den Kleingärten, wie es in Ringsburg gibt, fast keinen Sämling mehr pflanzen, weil die Bäume zu groß werden. Und dann hat man ab 1809 hat man dann in England festgestellt, dass es Unterlagen gibt, die wo trocken betrachtet krüppelnd sind. Ne? Schlecht wachsen oder schwach wachsen. Die wo wenig Wurzel machen. Und dann hat man auf diese Unterlagen Sorten aufveredelt und hat festgestellt, die Bäume werden nicht groß, weil sie wenig Wurzeln haben. Das Problem ist dann, damit kommen, da man die natürlich, weil sie wenig Wurzeln haben, immer anbinden muss, sonst fallen sie um. Und das ist die Geburtsstunde der Typenunterlagen, wo dann kleine Bäume macht. Aber gerade im Birnenbereich hat sich dann gezeigt, dass nicht jede Sorte auf diesen Unterlagen anwächst. Da muss man zum Beispiel zwischen veredeln, um diese Unverträglichkeit zu überbrücken. Die Veredelung bringt eine Ertragsverfrühung, eine Leistungssteigerung, besonders im Obstbau, dient der Baumerhaltung, dient der Sortenerhaltung, der Sortenvermehrung. Also es geht jetzt nicht wie in Blumen oder im Pflanzenbau, da man die Sorte, wo man bewirtschaftet, mit Samen vermehren kann.
Man weiß, wenn Sie 1 Million Apfelkerne von Ihrem Apfelbaum sammeln, dass vielleicht einmal die gleiche, höchstens zweimal die gleiche dabei ist. Das andere ist genetisch was anderes. Diese Sorten zu erhalten, in dieser Form, wie Sie es möchten, geht dann nur wiederum übers Veredeln. Die Veredelung, die Unterlagen haben natürlich Einflüsse auf den Boden, auf die Lage und an die Klimaanpassung. Allein durch dieses Veredeln kann man jetzt dann hochwertige Sorten, meinetwegen auch in nicht so hochwertigen Gebieten anbauen, keine reinen Anbaugebiete sind, weil man es einfach dann mit den Unterlagen wechseln kann und die Spielvariation dann größer wird. Und fördert natürlich auch die Blühwilligkeit. Wer veredelt? In der Regel die Baumschule, die Gemüsegärtner, die Obstbauern, die Gartenbauvereine, Pomologen müssen es machen, damit sie ihre Sammlungen aufbauen können. Und natürlich die Hobbygärtner. Und interessant war ist, dass das Veredeln früher Aufgabe der Pfarrer und der Schullehrer waren. Das die Kinder zu lernen. Und in Österreich gibt es inzwischen wieder Vereine, Obst- und Gartenbauvereine, die wollen mit ihren Kindergruppen dieses alte Handwerk wieder lernen. Bei uns da weniger. Und mir hat jemand mal ein Buch geschickt. Da hat es sogar Schulbücher gegeben hier von 1856. Der Steinbach-Sepp, ein Freund der Obstbaumzucht für die Schuljugend. Da hat es extra Schulbücher gegeben, wo man die Kinder dieses Handwerk gelehrt hat. Interessant ist auch der Erlass von Gottes Gnaden des Heiligen Reiches Deutscher Nationen. Ist eine ganz interessante Rolle, wo 32 Paragraphen beinhaltet, alle Paragraphen über den Obstbau. Unter anderem ist Paragraph 2, haben die Beamten die Schulvisitationen durchführen müssen und haben die Pfarrherren und die Lehrer da überprüft, was sie in Richtung Obstbau gelehrt haben. Ist heute aus dem Lehrplan gestrichen, schade. Wer veredelt heute? Nicht mehr der Pfarrer und nicht mehr die Schullehrer, sondern inzwischen geht es zum Teil mit Robotern. Wo Unterricht, Tablet und Laptop in der Zweitklasse. Ist einfach die Zeit. Ja. Veredeln ist wie ein Kartenspiel. Also man kann jetzt ja bloß sagen, jetzt habe ich Zeit, jetzt mache ich das, sondern da spielen einfach viele Faktoren mit zusammen. Das ist einmal der richtige Veredelungszeitpunkt. Es hat jede Frucht und jede Unterlage eine bestimmte Zeit zu veredeln. Wir kommen hier noch einmal drauf, wir sprechen von Winterveredelung, wir sprechen von Sommerveredelung. Wir sprechen von Rindenveredelung, wir sprechen von Holzveredelung und diese Unterschiede haben unter anderem mit dem Zeitpunkt zu tun. Ich kann im Winter, wenn sich die Rinde noch nicht löst, keine Rindenveredelung machen. Ne? Rindenveredelung ist zwar die geläufigste, aber da gibt es dann eigene Holzveredelungsmethoden. Die Winterveredelung hat natürlich einen Vorteil. Ich bin zeitlich in Vorsprung drinnen in der Vegetation. Wenn die Vegetation losgeht, damit mir mein Auge oder mein Holz, das ich veredelt habe, bei Zeit schon in Trieb geht. Ich brauche das richtige Veredelungsverfahren. Auch hier gibt es Unterschiede. Ich kann jetzt ein Beerenobst, wird in der Regel nicht so veredelt wie Baumobst. Ne? Rosen hat eine bestimmte Veredelungszeit, Pfirsiche
tue ich zum Beispiel immer im Sommer veredeln und nicht im Winter. Wenn ich es im Sommer veredeln, tue ich es meistens, oder die typische Veredelung von Pfirsich oder Aprikosen ist dann das Okulieren, das Augeneinsetzen, weil das am besten funktioniert. Wenn ich Unterlagen habe, zum Beispiel Kirschen, habe schöne Unterlagen, habe schönes Reiser, werden Kirschen zum Beispiel mit 5 Augen veredelt, damit ich im Herbst meinen verkaufsfertigen Baum habe. Wenn ich regulär hinters Holz veredle, wenn ich meinen Baum schon stehen habe, tue ich mit 3 Augen veredeln. Das sind alles so Feinheiten, wo dann den Wachstum hernach dient, beziehungsweise die Arbeit hernach verringert. Ich sollte das richtige die richtigen Veredelungsutensilien haben. Es ist nicht mehr so wie früher, dass das Geheimnisse waren. Früher war es zum Teil so, wenn jemand veredelt hat, dann hat das Veredeln gekönnt, dass Neide gegeben haben und diese Veredelungen hernach wieder aufgemacht haben und geschaut haben, wie er es gemacht hat. Heutzutage kriegen sie in Büchern alles präsentiert und auch die Techniken oder das Material gibt's, können sie heutzutage alles kaufen. Ein Faktor ist der Reiserschnitt und die Lagerung. Wenn wir hier noch, wenn es die Zeit noch erlaubt, können wir es ansprechen, so wird es einen Rahmen sprechen. Genauso die Unterlage. Allein die Unterlage wäre ein Thema, darüber Stunden zu sprechen. Und natürlich die Nachkontrolle hernach, da, wenn Sie veredelt haben, dass Sie Ihre Veredelungen kontrollieren, was machen Sie? Und der Baum kämpft immer ums Überleben. Ich mache gern Ersatztriebe, dass die über die Veredelung zum Beispiel nicht hinauswachsen, dass die rausbrechen. Es ist mir schon oft passiert, wenn ich draußen Leute Bäume veredelt habe, habe ich gesagt, kümmern Sie sich selber drum? Ja, ja. Und wenn man nach 2 Jahren aufkommt, dann sieht man, dass die Veredelung abgestorben ist, weil das Auge, wo unter der Veredelung war oder rausgetrieben hat, nicht rausgebrochen worden ist. Und dann verliert das Reis natürlich die Oberhand. Oder es gibt Bindematerialien, die müssen es hernach einfach aufmachen. Vorweg vielleicht ein bisschen als Information. Im Gemüsebau wird inzwischen auch veredelt. Warum wird im Gemüsebau veredelt? Es geht um einen Mehrertrag, es geht um Resistenzen, es geht um bessere Frucht- und Blattausbildung, kräftiges Wachstum, Vermeidung von Wurzelkrankheiten, was jetzt der Hauptgrund ist, warum das auch beim Hobbyanbau inzwischen veredeltes Pflanzmaterial verwendet wird. Hat jemand schon mal Gemüse veredelt? Das nennt man grattige Veredelung. In erster Linie Gurken. Als Unterlage wird hier der Kürbis genommen. Auch bei der Melone wird der Kürbis genommen. Bei der Tomate gibt es einen F1-Hybriden, wo als Unterlage genommen wird, oder eine Wildtomatenform. Hier dient es auch in erster Linie wieder um die Vermeidung von Krankheiten bzw. Gegenwirken auf Wurzelschädlinge. Interessant ist, auch das ist keine neue Geschichte, sondern in alten Büchern, Soldatenbüchern, findet man Informationen, dass Soldaten, die wohl im Krieg waren, zum Teil schon die Tomate auf Kartoffeln veredelt haben, um 2 Erträge zu haben. Einmal unter der Erde und einmal über der Erde. Es funktioniert. Die Frucht ist dann eine Tomoffel. Und genauso finden Sie in Literatur die Veredelung von Tomate auf Tabak. Ja. Tabak hält Schädlinge ab. Tabak ist ein Gift. Was neu ist, ist auch, dass Gewürze, Kräuter
veredelt werden. Hier die Utensilien zum krautigen Veredeln von Gemüse. Also man hat Klammern, man braucht zum Veredeln grundsätzlich immer ein scharfes Messer. Und natürlich bei so zarten Pflanzerler nennt man Rasierklingen. Und wenn Sie das mal machen wollen und sich die Unterlagen kaufen, dann kriegen Sie gleich die Veredelungsanweisung mitgeliefert. Aber es sind Spielereien, die wo Spaß machen. Ein bisschen anders läuft es dann ab im Ziergehölzbereich, bei Wildobst, Bärenobst und bei den Zitrusfrüchten. Auch hier kennt man inzwischen Unterlagen oder bestimmte Baumformen, wo man dann veredelt. Kannst du dir das jemand vorstellen im Bärenbereich? Diese Stämmchen, ja? Da hat man nicht mehr eine Unterlage, zieht man auf einen Meter Höhe und dann werden die drauf veredelt. Ja? Dann hat man ein Stämmchen. Aber wenn Sie Johannisbeerhochstämmchen. Genau, Stachelbeerenhochstämmchen etc. Ist der Fall und zum Teil auch beim Wildobst. Was veredelt wird bei den Ziergehölze, Flieder, Azaleen, Rosen und viele mehr. Zierobst sind Kirschen und Mandeln. Kirsche, die ganzen Kirschengeschichten, die man aus Japan kennt, ist eine eigene Kirschenform, wo sie in der freien Landschaft eigentlich nicht finden. Sie haben normalerweise offene Blüten. Diese japanischen Kirschen haben alles volle Blüten. Ja? Drum werden die veredelt. Die haben sie irgendwann mal gezüchtet worden, entwickelt worden, entweder bestrahlt worden, warum auch immer sich die Blüten da gefüllt haben. Im Wildobstbereich haben wir dann die Kornelkirsche, die Felsenbeeren und die Mispeln, wo veredelt werden. Bärenobst haben wir schon angesprochen, die Stachelbeere, die Johannisbeere und in den Zitrusfrüchten hauptsächlich die Orange und die Zitrone. Zum Wildobst müssen wir was sagen. Weil die kleinen Gärten haben Sie angesprochen. Ja. Da passt zum Beispiel ganz gut ein Hochstamm mit Kornelkirsche, Felsenbeeren oder Mispel. Weil der ist, das ist eigentlich ein Strauch auf einem Stamm. Auf einem Stamm. Und es gibt also ganz schöne kleine Bäume in einem kleinen Garten. Ja, in die Städte, wo man zum Teil als Stadtbepflanzungen sieht, haben in der Regel Wildformen, wo auf eine Stammunterlage veredelt worden ist. Frage zu den Zitrusfrüchten, da ist es so, wie Sie es vorhin mit dem Apfel erzählt haben, wenn ich jetzt Zitruskerne aussehe, kriege ich wahrscheinlich einen Wildling dann, oder? Genau, einen Sämling. Sie kriegen immer einen Sämling. Und ich weiß jetzt nicht, welche Samen man im Zitrusbereich nimmt. In Augsburg drüben ist ja diese Kakteengärtnerei, wo der Junior sich auf Zitrusfrüchte spezialisiert. Es sind Wildformen, wo da ausgesät werden, weil die ganzen Unterlagen sind richtig stachelig. Mhm. Ja. Wie bei unserer Wildbiene, die ist stachelig. Ja. Und so ist da auch der Fall. Die Hintergründe haben zum Teil wieder dieselben, warum man es macht. Was jetzt bei den Ziergehölzen oder dazu kommt, ist die Attraktivität. Man kann hier spielen, man kann hier Pflanzen produzieren, wenn man sagt, gut, ich habe jetzt so wenig Platz oder ich brauche jetzt eine Unterlage, die wo mit wenig Erdreich auskommt und da tue ich noch mein Edelgehölz drauf. Hier Zitrusfrüchte, da können Sie auch dann in den Topf halten. Hier geht es um die Farbe des Gehölzes, damit die Farbtupfe in meinen Garten einbringen, will aber keine, in diesem Fall, Sträucher mit rotem Holz. Hartriegel, genau. Hartriegel nicht als Hecke oder als Staude hinaustun, weil man Wurzelausläufer macht und immer größer wird. Ich kann dann auf einer Unterlage veredeln und dann habe ich mein Habitus kompakter. Auch hier
diese ganzen Hängeformen haben immer auf einen Stamm veredelt. Die Korkenzieher waren auch. Ja. Wobei, da ist halt so, wenn Sie einen Korkenzieherhasel haben und den Bohnen stecken, der wächst wunderbar, aber Sie haben immer einen krummen Wuchs. Ja? Sie haben von Grund auf dieses, ja, diese Haselform. Oder auch bei den Korkenzieherfeiden. Und das Bekannteste ist natürlich Stachelbeere oder Johannisbeere am Stämmchen. Sind natürlich leichter zum Ernten, schöner zum Obertor. Man braucht sie nicht hinbucken und man kann besser aufpassen, damit man sie mit den Stacheln nicht sticht. Und somit haben wir jetzt beim Veredeln im Obstbau, beim Obstgehölz angekommen. Wir haben im Obstbau zwei Veredelungsformen. Einmal das Gehölz und dann die Frucht. Man kann die Frucht auch veredeln, das erfolgt dann meistens in der Flasche. Wann darf man Obstgehölze veredeln? In erster Linie, wenn sie die Vermehrung über Stecklinge, über Samen, über Ableger oder Absenker nicht durchführen lässt. Oder wenn man was Bestimmtes erhalten will. Und da haben wir jetzt wieder im Bereich der Obstsorten. Hier geht es auch wieder um die Unverträglichkeitsvermeidung, im Erwerbsbau um die Ertragsverfrühung, im Gartenbereich um Wachstumsbremsen. Wir haben beim Obstgehölz ist abhängig, ob es eine diploide oder eine triploide Sorte ist. Die triploiden, die dreikrummigen Sorten, die wachsen natürlich, sind wuchsfreudiger und wachsen stärker. Das heißt, wenn ich bei triploiden Sorten das Schneiden anfange, setze ich einen Wettlauf in Gange, den wo ich meistens verliere, wenn man es nicht kennt. Die Bäume explodieren dann, was dann die zweigrummigen Sorten weniger haben. Das mit der Wachstumsbremse ist dieser zugleich verbunden damit eine Verkürzung der Lebenszeit des Baumes. Wenn er langsamer wächst, wenn er schwach wächst, nee. Die Unterlage hat. Wenn er langsam wächst nicht, wenn er eine schwache Unterlage hat, ja. Okay. Mhm. Ne? Man hat jetzt im Birnenanbau oder im Apfelbau verschiedene Unterlagentypen. Und alle diese Typenunterlagen haben eine geringere Lebenserwartung wie der Semmling. Beim Apfel sagt man, jetzt Typenunterlage M9, was die geläufigste ist, eine Lebenserwartung 25 Jahre. In diesen 25 Jahren tut der Obstbauer nicht umeinander, weil die Sorte in 25 Jahren alt ist. Wenn ich in Landschaftsobstbau gehe, arbeitet man mit sowas nicht, da arbeitet man immer mit einem Semmling. Und in den Semmlingen gibt es unterschiedliche Variationen wieder. Einmal diese A2 ist eine schwedische Züchtung, wo sehr frostwiderstandsfähig ist, oder bei uns der geläufige Semmling ist entweder Grahams oder Bittenfelder. Bei der Birne ist die Kirchsalner Moosbirne. Dann haben wir, was nur im Veredelungsbereich reinfällt, den Baumerhalt, das ist dann die Ammenveredelung. Ich weiß nicht, kennt das jemand, die Kleingärtner? Rasenmäher. Mit den Rasenmäher werden die Baumstämme unten gern angefahren. Oder man fährt hin, da geht die Rinde runter, da fängt in der Regel fangen sie da Stocker an, es fangen es kaputt werden an. Der Rasentrimmer macht es auch hin. Rasentrimmer genauso. Und das Problem ist ja, man sieht das ja nicht gleich, sondern erst ein Jahr oder zwei später, wenn die Rinde abfällt. Aber es ist sinnvoll nachzuschauen, wenn dann da vom Wurzelwerk ein weiterer Trieb rauskommt und schaut dann dahinter, ist meistens sowas passiert. Oder zum Beispiel auch bei den Frühlingsfrösten, dass wenn es jetzt warm ist, geht der Obstbaum in den Trieb. Die Nächte im April, aber im Mai wäre noch mal kalt und dann gefrieren die gern auf. Und wo die Frostplatten sind,
schiebt er von den Wurzeln unten wieder ein neuer Trieb nachher. Und der wird veredelt dann. Und den kann man dann, da kommt noch ein bisschen, wieder in den Stamm oberhalb neu veredeln. Ne? Von der Wurzel kommt raus, da habe ich meine defekte Stelle, da ist die Rinne wieder gar und dann kann man das überbrücken und wieder neu veredeln. Das ist praktisch schon so der Baumerhalt, die Ammernveredelung. Bitte? Irgendwann stirbt er, ja. Man kann ein paar Jahre mehr oder weniger gewinnen noch mit gesunden, ja, an dem Baum. Wie gesagt, und Salte ist halt von der Unterlage abhängig. Wenn ich einen Sämling nehme, habe ich Kirsche, Lebenserwartung 80 Jahre, Apfel 100 Jahre, 120 Jahre, je nach Standort. Und bei der Birne 200, 300, 400 Jahre. Drum ist Herrn Birnen für mich auch ein bisschen ein Steckenpferd, weil ich einfach der Meinung bin, als Obstgehölz gehört die Birne in die Landschaft wieder raus. Ja? Und man hat früher auch die Birne als Landschaftsbaum genommen, als Grenzbaum. Oder ja, an die Felder hat man es halt gern draußen anpflanzt, als Schatten- oder Brotzeitbäume. Es waren in der Regel immer Birne. Und ich habe am Freitag einen Vortrag gehabt am OGV Nittendorf, da war der Kreisheimatpfleger dabei, die hat mir auch das bestätigt, dass auch im Landkreis Nittendorf Gemeinde Nittendorf noch Birnbäume als Grenzbäume draußen stehen. Im Kleingartenbereich gibt es nicht. Und da hat man halt eine Gehölze genommen, damals schon, weil man gewusst hat, die werden alt. Ne? Nicht, dass nach 100 Jahren, heute hat man ja Grenzsteine, die werden ja nach der Bereinigung nach 4 Wochen wieder ausgackert. Das hat bei mir gegangen. Ja, und so ein Obstgehölz setzt sich aus 2 Teilen, in der Regel aus 3 Teilen zusammen. Wir haben hier unten das Wurzelwerk, wo sehr viel im späteren Leben des Baumes bestimmt. Wir haben den Stammbildner. Und haben oben die Edelsorte. Wurzelwerk kommen wir nochmal drauf. Warum setzt man Stammbildner ein? Auch gerne bei diesen Erwerbsobstbäumen wird das gemacht. Wenn man sagt, ja gut, muss das sein. Aber Stammbildneräredelung, wir sehen hier die Veredelungsstelle, das ist dann der Stamm, werden dann gerne genommen Sorten, die gerade wachsen. Es gibt viele Sorten, die schräg wachsen. Man sieht das auch dann im Kronenbereich. Aber als Stammbildner nehmen wir gerne Sorten, die immer einen geraden, kräftigen Stamm nehmen. Dann Sorten, die sehr frosthart sind, zwecks aufgefrieren. Und jetzt wieder im Schwachen, im Spindelbereich, werden die Unterlagen nochmal zwischenveredelt mit Stammbildner, um eine Ertragsverfrühung zu haben, um früher in Ertrag zu gehen. Gut, über die Edelsorten braucht man sich nicht unterhalten. Das ist das, was ich als Gärtner, als Obstbauer haben will. Darum ist es wichtig, darum ist es sinnvoll, dass im Hobbygärtnerbereich das Veredeln auch wieder hofiert wird, weil die Edelsorte und die Unterlage haben unterschiedliche Anforderungen. Die Unterlage stellt seine Anforderungen an die Bodenstruktur, am Wasserhaushalt und an die Nährstoffe. Wenn ich schwache Unterlagen nehme, muss ich immer damit rechnen, dass ich bewässern muss und dass ich düngen muss. Was ich beim Sämling nicht habe, er holt sich das aus dem Boden selber raus. Und die Edelsorte dann wieder an mein Klima anpasse. Habe ich ein bisschen ein feuchtes Klima, habe ich ein bisschen ein trockenes Klima. Ich weiß nicht, ob jemand die Apfelsorte Ingrid Marie kennt. Ist ein kleiner roter Apfel, schmeckt wirklich lecker, lecker. Aber er kommt aus dem Nordseebereich und bei uns fallen die Äpfel zum Teil am Baum. Wenn Sie in der Gartenanlage jemanden haben,
weil jedes Jahr sagt, 2/3 meiner Äpfel faulen am Baum, hat ja wahrscheinlich die Ingrid Marie. Ist ein leckerer Apfel, passt aber klimatisch nicht her. Also diese Sachen kann man damit steuern. Was man noch machen kann, die Quitte. Mit der Frau Schirmer ist ja die Quitte sehr hofiert worden. Ab Donau runterwärts, keine Diskussion, funktioniert einwandfrei. Donau aufwärts in Juranei gibt es Probleme, einfach mit den Unterlagen wieder. Wir haben schwere Böden, wir haben Lehmböden, haben steinreiche und kalte Böden. Das vertragen die meisten Quittenunterlagen nicht. Aber wenn ich Quitte unbedingt will, kann er mir als Gärtner helfen. Dann veredelt es entweder auf Weißdorn, was geht, oder auf Vogelbeere. Und hier bei mir, sehen Sie es, Sie haben die Eberesche, die Vogelbeere und die Quitte drinnen. Es geht. Und dann habe ich das Problem mit der Unterlage nicht. Bei mir haben alle 3 Jahre, alle 4 Jahre die Quitten, die ich gekauft habe, zusammengebrochen. Ja, haben wir einfach nicht mehr aus drin. Ist eine Unterlagenfrage. Aber wenn man sich dann näher damit befasst, kann man es umgehen, kann man sich damit befassen. Das Gleiche ist mit dem Pfirsich. Wenn Sie Pfirsiche kaufen, sie werden inzwischen wunderbar reif bei uns, kein Problem. Aber die ganzen Pfirsichunterlagen haben auch in der Regel wieder Probleme mit den schweren, kalten Böden. Sie können aber auch die Pfirsich auf Zwetschgenunterlagen veredeln. Zwetschgen wachsen wild. Ist möglich. Bei mir schau es her, was dranhängt. Bernhard Schlie auch, oder? Müsste da gehen. Ich habe es nicht probiert, aber müsste genauso funktionieren. Ja, das ist das zu der Unterlage. Sie wird im Boden vergraben, man sieht sie nicht. Aber in der Unterlage läuft sehr viel ab. Die Wasseraufnahme, die Nährstoffaufnahme, die Standfestigkeit, gerade in die Außenbereiche. Wir kriegen wieder mehr Winde, wir kriegen mehr Stürme. Die Standfestigkeit kriegt früher oder später wieder einen wichtigen Faktor. Weil wenn wir den Wind auf einen Baum umschmeißen, habe ich auch keine Freude damit. Die Wuchsstärke ist klar, der Ertragsantritt, auch der Platzbedarf, die Lebensdauer, die Verträglichkeit, die Austriebszeit, die Triebstärke, der Triebabschluss. Das sind Laptor-Faktoren, die in der Vegetation übers Jahr auf dem Baum einen Einfluss haben. Die Fruchtreife. Auf einem Sämling reifen die Früchte natürlich später aus, ist jetzt dann vielleicht zum Teil ein Nachteil. Aber die Blüh- und die Fruchtbildung ist beim Sämling wieder viel stärker wie bei Typenunterlagen. Typenunterlagen haben Auswirkungen auf die Fruchtfarbe und auf die Fruchtform. Ist man jetzt als Gärtner mal zweitrangig, aber als Pomologe muss ich wissen, wenn ich dann so Sorten anschaue, die haben nicht mehr die typische Form. Der M9 bildet zum Beispiel rundere Früchte aus. Aber die Lagerfähigkeit wieder. Sie haben, wenn Sie die gleiche Sorte haben, auf einer Typenunterlage und auf einem Sämling unterschiedliche Lagerfähigkeiten. Der auf dem Sämling lässt sich besser, leichter lagern. Ja, ist ein bisschen so eine Aufstellung, wie das Obst in die Familien zusammengehört. In erster Linie interessiert uns diese Gruppe, weil man da innerhalb dieser Gruppen auch zum Teil veredeln kann. Also wenn Sie spielen, können Sie auch mal eine Birne in den Apfelbaum reinmachen. Sie müssen sie nur dominant setzen. Es funktioniert. Die Birne kann man auf Quitte veredeln. Sie können Quitte oder Birne auf Mehlbeere veredeln. Also da kann man ein bisschen spülen. Das hängt dann mit den mit der Region zusammen, wo sie herkommen, was da normalerweise naturgemäß einfach wächst. So, und jetzt kommen wir zu dem, was Sie wahrscheinlich hauptsächlich interessiert. Welche Möglichkeiten zum Veredeln gibt es? Ich habe Sie ja jetzt hier einen Großteil aufgeführt.
gehen wir als erstes zum Kopulieren. Kopulieren ist eine Holzveredelungsart, die wo man im Winter machen kann, wo man gern mit Kirschenmech macht. Wo ist es jetzt? Richtig. Voraussetzung ist, dass mein Edelholz gleich stark ist wie meine Unterlage. Dann kann ich die Kirschen im Januar schon veredeln. Wer sich mit Veredelung befasst, geht ungern auf Steinobst. Weil sie sagen, da habe ich immer Probleme, dass man anwächst. Bei Steinobst muss man wissen, dass diese Gehölzsaat schon zum Teil im Januar wieder in Trieb geht. Und dadurch, wenn Sie das Reis erst im Februar, im März schneiden, dann ist da schon Saft drin und dann haben Sie nicht mehr genügend Reservezeit, dass es zusammenwächst. Darum tut man Kirschen gern kopulieren auf schwache, also als Wurzelausläufer oder als Unterlage gekauft, Januar, Februar. Und wenn Sie da im Februar schon raus haben, dann haben Sie nur garantiert einen Wachstumsschub von 3 Meter. Ich habe die jetzt nicht original verbunden, ich habe sie auch nicht verwachst. Ich habe sie, damit Sie sehen, wie das im Schnitt ausschaut, einfach einmal mit Drahtzaun gemacht. Und kopulieren ist jetzt dann auch diese Veredelungsmethode, wo man auch mit der Hunden mit den Birnen auf Quitte machen. Dann haben wir die Geißfußveredelung. Geißfußveredelung ist auch wieder eine Holzveredelungsart, die wo man im Winter machen kann. Auch wieder geeignet für Steinobst. Dazu muss ich die Rinde nicht lösen. Da wird einfach ein Keil reingeschnitten ins Holz und genauso ein Keil ins Veredelungsholz. Dann haben wir das Chippen. Chippen kommt aus England, ist auch eine Winterveredelungsform, wo man aber dann Auge einsetzt. Da gebe ich dir mal da um. Beim Chippen braucht man das Holz nicht rauslösen. Darum ist es eine Holzveredelung. Dann das reguläre Rindenpfropfen, das wo die meisten kennen, wo die meisten anwenden. Dazu muss ich die Rinde am Baum lösen. Damit, also das heißt, so wie es das Wetter jetzt ist, wenn es weiter so geht, Mitte, Ende April geht es los, dass sich die Rinde löst. Dann kann ich meinen Edelreis einsetzen. Aber man muss vorher schneiden, 200 Tage. Ja. Also Reiserschneiden am besten, Steinobst, ich sage meistens um Weihnachten, nach dem Weihnachtsfeiertag und Kernobst im Januar. Weil Sie müssen das Reiser aufheben. Das Reiser aufheben bis im April, bis sie die Rinde löst, aufheben bis im Mai. Und wenn Sie es gut geschnitten haben, dann haben Sie auch noch ein Reis im Lagerkeller Juni, Juli. Das funktioniert dann auch noch, wenn es frech noch geschnitten worden ist. Die Reiser müssen kühl und dunkel werden. Sollten kühl und dunkel gelagert werden, um die 4 Grad. Es ist optimal, eine hohe Luftfeuchtigkeit, das nicht zu eintrocknen und natürlich querlagern, weil wenn sie es hochstellen, einfach dieser Triebinstinkt früher kommt, weil wenn es so liegt. Ja. Also das sind jetzt dann so Feinheiten. Das habe ich jetzt nicht rein, weil ja. Wichtig ist dann beim Rindenpfropfen, dass sie das Holz nicht ganz hinter die Rinde schieben. Warum? Es fängt zu wachsen an, es verwächst hier die Rinde, der Kalus, und hier am Holz soll auch dieser Kalus wachsen, damit er das alte Holz wieder zumacht. Wenn Sie das, Sie können es hier noch anschauen, das ganz neu schirmen,
dann bleibt, wächst das als letztes zu und das ist schlecht. Es kann Feuchtigkeit reinkommen, es kann gerade also Insekten, was dann Blut lassen, was ich gern unter so Veredelungsmaterialien gern aufhält, sich leichter halten. Also wichtig ist da, schau es einer an, dass vom Holz, das was ich einsetze, immer so ein kleiner Bügel rausschaut. Was man sich angewöhnen sollte, ich habe es jetzt da auch freilassen, habe es nicht eingewinkelt, wenn Sie ein Auge im Holzbereich haben. Das ist wichtig bei Kirschen. Kirschen und Zwetschgen sollten immer auf Zugauge veredelt werden. Und das Zugauge haben Sie hinter der Rinde drin. Ja, Frage, wenn ich das, die Unterlage schräg schneide und das Edelreis ist ja dann auch, schaut ein bisschen raus, ist das ein Vorteil? Nein. Oder muss ich es immer gerade schneiden? Es ist sinnvoll, immer gerade zu schneiden, weil hier die Wundfläche am geringsten ist, ja, vom Zuwachsen her. Darum sollten Sie, auch, wenn Sie Baum schneiden, die Äste nicht schräg anschneiden, sondern immer am Abschiedskragen. Ne? Der Ast hat immer einen Abschiedskragen, den sieht man, und da wird er gerade abgeschnitten. Wenn man so einen Reißer schneidet und 2-3 Monate lagert, trocknet der nicht total aus dann. Ja, darum sollten Sie es kühl und dunkel jagen. Okay. Feucht. Im Kühlschrank. Machen viele. Ja, es funktioniert auch. Also wenn ich es in den Kühlschrank nein, da ist trotzdem einwickeln. Einwickeln, ja. Ja. Feucht. Wie funktioniert eine Kühlung? Kühlung funktioniert immer mit Feuchtigkeitsentzug und es zieht Flüssigkeit. Machen viele. Wenn ich sage kurz, funktioniert auch. Bloß wenn ich solche Pack habe an Edelreiser, da ging ich nicht in den Kühlschrank rein. Wenn ich bloß 2 Hölzer, 3 Hölzer habe, dann ist es nein. Manche den sie Vakuum verpacken dann, was in Bezug auf die Austrocknung nachvollziehbar ist. Aber da kannst du dann das Krabbeln anfangen. Also Sie sollten auch dann Ihre Veredelung, also Ihr Edelreis im Kühlschrank alle Woche mal kontrollieren, ob sie nicht krabbeln. Dann gibt es das Wenksche Rindenpfropfen. Auch hier angezeigt, da wird das Holz dann nicht gerade eingesetzt, sondern wird seitlich eingesetzt. Auch hier wird nach Möglichkeit ein Zug aus dem Auge rausschauen lassen. Dann gibt es das Titelpfropfen. Das ist eine Veredelungsart, eine Veredelungsmethode, wo hauptsächlich für Stämmchen interessant ist. Da schneide ich einen Keil wie eine Stufe, dass die Stufe aufsetzt, damit es stabiler wird. Das Spaltpfropfen eignet sich dann auch wieder für Steinobst oder wenn ich eine Unterlage, ein größeres Format schon habe. Da gibt es ein extra Werkzeug dafür, da wird die Rinde gespaltet und dann das Edelreis eingesetzt. Ganze Unterlage wird gespaltet? Ja. Also, das sind halt jetzt Weiden. Weil der ist schon feuchter geworden. Normalerweise reißt der Apfel oder die Birne nicht so weit auf. Dann hat man das Okulieren. Das kennen jetzt wieder mehr. Da wird dann wieder ein Auge hinter die Rinde gesetzt. Wie jetzt Rosen werden so veredelt. Werden durch Okulieren veredelt. Ja? Da gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten vom Okulieren. Es ist so, der Baumschüler okuliert seine Obstgehölze meistens im Herbst, ja, und tut es also okulieren mit Augen veredeln, weil er ja das Veredelungsreis kaufen muss und der Preis pro Auge ist ungefähr 1 Euro.
So müssen die Baumschüler von Reiserschnittgärten ihr Veredelungsreiser kaufen. Und da wollen die natürlich viel davor rausbringen. Und wenn die dann im August eingesetzt worden sind und werden im Frühjahr zurückgeschnitten, gingen natürlich das Auge durch wie Raketen. Also macht einen wunderschönen Wuchs, weil die ganze Kraft sich auf das Auge konzentriert. August ist die Hauptveredelungszeit von Okulieren. Okay. Nach den Rosen, oder? Bitte? Nach den Rosen. Rosen auch im August? Ja. Wenn Sie zum Kalbus einmal im August nachfahren, dann sehen Sie die Damen, wie sie dort stehen und veredeln. Dann haben wir die Ring- und Plattenokulation. Das habe ich jetzt auch nicht gemacht, weil da braucht man ein spezielles Messer. Ring- und Plattenokulation ist die Veredelungsmethode für Walnüsse. So werden Walnüsse veredelt. Und bei Walnussveredelung muss man wissen, sie brauchen mindestens 20 Tage eine konstante Temperatur von 21 Grad. Darum kommen die veredelten Walnüsse bei uns alle aus dem Ausland, in der Regel aus Ungarn. Und das sind natürlich auch schöne Bäume, sehen Sie, wie die Firmen. Ja, ja. Walnüsse in der Landschaft ist auch. Ja, ja, gut. Ist auch der zweite Baumbau wahrscheinlich, die Klimawandel zu uns bringt, die Walnuss. Mhm. Mhm. Ja. Die Walnuss in Bezug auf die Nuss. Es gibt ja sehr viele Walnusssorten und gerade in der Oberpfalz finden Sie sehr viele Nussbäume. Obwohl klimatisch der Nussbaum bei uns nicht hinpasst. Das hat einen anderen Grund, da geht es ums Nussholz. Und 1870, fragen Sie mich nicht, nur früher, ist die königliche Gewehrfabrik nach Amberg verlegt worden. Und dann ist der Walnussanbau hier in dieser Region gefördert worden. Es stehen bei uns große, kräftige Walnussbäume draußen, wo sie die Nüsse nicht essen können. Da ist es jetzt nur ums Holz gegangen für die Gewehrschäfte. Aber als Nuss, wenn es mir um die Nuss geht, habe ich ein eigenes Veredelungsverfahren. Das Ring- oder die Plattenokulation. Das Nikolieren wird eingesetzt bei Unverträglichkeiten. Man kennt Birnensorten, die wo auf der Quitte eine Unverträglichkeit haben und da wird nur ein Holzspalt, in der Regel von der Gellerts Butterbirne, mit rein veredelt. Also da zwei Veredelungsmethoden werden da auf einer Unterlage gemacht. Wir haben es Anplatten, haben es Zugauge veredeln, wie gesagt, bei Kirschen und dann haben wir den Omega-Schnitt da. Den habe ich euch auch mitgebracht. Das ist eine bestimmte Schnittform, wo man in der Weintraubenveredelung kennt. Ist eine Holzveredelungsform und da gibt es dann extra Zangen, ich habe es unten aufgezeigt, wo diese Schnitte gleich fertig machen. Gut, wir haben die Winterveredelung, Sommerveredelung und die Handveredelung. Wo wird veredelt? Der Veredelungsbereich ist mal der Wurzelhals. Das ist die Hauptveredelungsart, zum Beispiel jetzt bei Rosen. Rosen werden immer auf dem Wurzelhals veredelt. Dann Veredelung ins Astgerüst, das ist, oder auch Kopfveredelung, das ins Astgerüst nennt man auch bäuerliche Veredelung. Wenn man ausgeht und wenn es um Obstsorten geht, schaut der Pomologe als erstes, wo ist mein Obstbaum veredelt worden? Ist er unveredelt worden auf 30 cm Höhe, dann kommt er in der Regel aus der Baumschule. Ist er auf Kopfhöhe veredelt worden, dann hat es der Bauer meistens selber gemacht. Veredelung am Stamm unten, Stamm oben, dann Rindenveredelung und die Grünveredelung. Grünveredelung ist das, was jetzt durchgeht, dann in erster Linie bei Weintrauben. Na, da nochmal, zeigt es nochmal. Was am Obstgehölz beim Veredeln zu beachten ist, wir haben es jetzt schon angesprochen, der richtige Zeitpunkt,
das richtige Veredelungsverfahren. Der Reißersitz, die Reißer sollten fest drinnen sein. Wenn die so wackelig sind, weil ein Kurschwanz, wachsen schlecht an. Dann die Sortenverträglichkeit, die Reißerlagerung, haben wir gerade schon angesprochen, und auch das Abwerfen. Wenn Sie beim Kauf haben, hat er bestimmte Größe, er trägt schon. Sie sehen aber, die Frucht, die passt mir nicht, der Apfel passt nicht. Ich möchte den Baum umveredeln. Dann ist es sinnvoll, diesen Baum im Februar abzuwerfen, sein Ausgerüst zu nehmen und dann, wenn er in Saft geht, davor die Rindenveredelung machen. Was bewirkt das Abwerfen? Kann sich das jemand vorstellen? Ja, dass ich einen kräftigen Austrieb habe. Richtig. Weil ein altes Baumschnittgesetz ist, je stärker der Rückschnitt, umso stärker der Austrieb. Und das macht man sich in diesem Falle dann eigentlich zunutze. Ja, die Nachkontrolle haben wir schon angesprochen. Veredelungsbesonderheiten. Kirschen veredeln entweder durch Kopulieren mit 5 Augen im Februar, Ende Juni, Mitte Juli, Rinden veredeln mit Zugauge, dass sie das Zugauge mit in der Rinde drin haben. Oder am 15. August ist also ein Zeitpunkt, wo man dann okuliert. Warum tut man so spät okulieren? Weil ich setze so ein kleines Auge im Stamm rein. Der Stamm hat noch einen Druck da, ab Mitte August nimmt dieser Druck ab, darum gehe ich so weit hinaus. Weil, wenn der Saftdruck noch zu stark ist, schiebt einer das Auge vom Holz raus und stoßt es mehr oder weniger ab. Darum macht man das relativ spät. Pfirsich okulieren, Juli, August, Zitrusvögel okulieren im Sommer. Die Walnuss haben wir schon angesprochen. Die Traube wird das Holz auf Grüntrieb, also immer auf neuer Trieb aufveredelt. Die Überbrückungsveredelung. Grüntrieb heißt der Einjährige, oder? Ja. Der Vorjährige Trieb. Nein, der, wo man heuer schiebt. Der, wo heuer schiebt. Der in der derzeitigen Vegetationsperiode gefunden. Genau. Den machen wir jetzt auf bei dem Weintrauben, machen einen Trieb, das geht, wenn es mal dann relativ schnell, und dann ist das der Grüntrieb, der, wo man heuer vom Auch rausgekommen ist. Wenn Sie mehr Sortenbäume machen, was Sie als Gärtner auch wieder machen, selber machen können, müssen Sie aufpassen mit dem Wuchsverhalten, mit den Triploiden, mit den Diploiden Sorten. Sie sollten das nicht mischen, weil sonst haben Sie keine Freude beim Schneiden. Und das ist jetzt die Ammenveredelung. Ja? Das war eine Frostplatte, da ist er aufgefroren und irgendwann schiebt er da dann einen Erhaltungstrieb raus und den können Sie dann einmal wieder neu veredeln. Auch das geht, das ist die Ammenveredelung. Geht das auch in der Innenschuf als Verfaulen vom Stamm? Ja, er fällt weiter. Man kann es rausmachen, was. Also halt kräftiger wird, oder? Das andere läuft nur, die Versorgung des Baums läuft nur über das Campium. Wenn Sie nach Italien fahren, nach Griechenland, die tausendjährigen Olivenbäume anschauen, da können Sie durchgehen. Die haben keinen Stamm mehr. Die Versorgung läuft nur über die Rinde. Oder so ist da. Wenn Sie natürlich Ameisen einnisten, was Sie gerne machen, arbeiten die natürlich weiter drinnen. Ja, ein bisschen was noch Literatur gibt es natürlich, sehr viele Literaturen. Manche, wo da ist, waren es da, falls jemand interessiert, ein französisches. Die haben dann auch viele Zierpflanzen drin, da hat auch wieder jede Zierpflanze so seine Eigenheit. Ansonsten, mei, gibt es so viele Bücher. Es müssen nicht immer die teuersten sein, werden ja irgendwie, da hat es einmal diese Lehrmeisterheftchen gegeben, ich weiß nicht, die Älteren kennen die vielleicht noch, die haben damals eine Marke gekostet, einwandfrei. Jedenfalls, was man auf die Schnittstelle draufschmieren kann, dass die wahrscheinlich auch größer ist, dass das oben. Ja,
wäre wieder ein eigenes Thema, die Behandlung der Hölzer dann. Ich nehme nach wie vor das normale Baumwachs. Sie werden jetzt diese Veredelung machen. Sie brauchen das Holz nicht verschmieren. Da tut sie nichts. Wenn da nur das Campium da, wo der Schnitt ist, und oben die Stelle, wo das Holz abgeschnitten ist, weil das dann gern eintrocknet. Wenn Sie ein gutes Wachs haben, das war mit dem Pinsel streichbar ist, weil ich es sicher umt habe, dann haben wir ein sehr dünnes Veredelungsholz. Da können Sie auch mit dem Pinsel über das Holz drüber fahren. Man trocknet die Sonne jetzt so schnell aus. Aber es muss nicht sein. Was sein muss, ist hier die Schnittstelle, ist hier das, was rausschauen lassen und ist hier um die Rinde. Das Holz braucht es nicht verschmieren. Das. Und beim Okulieren hat man sowieso inzwischen diese Okulationsschnellverschlüsse. Das sind Gummis, wo man drüber spannt mit einem Draht hinten drin. Da braucht es überhaupt nicht verschmieren. Nochmal eine ganz grundsätzliche Frage, wenn man selber mal ein bisschen rumexperimentieren will. Was ist denn sozusagen aussichtsreich, dass man am Anfang. Apfel und Birne. Apfel und Birne. Der Hahn. Und welche Art der Veredelung? Rindenveredelung. Aber also Okulieren. Ich kann es ja nach unten zeigen, es sind nur unterschiedliche Schnittarten. Es funktioniert genauso. Bloß, wenn Sie okulieren, sollten Sie, wenn Sie draußen einen Kirschenwickling stehen, oben hingehen, also nicht irgendwo unten, nein, oben, was sie dann kappen, dass das Auge den höchsten Stand hat. Damit es andere unten nicht weiter. Ansonsten das Rindenveredeln. Das kann man heuer noch machen. Ja, Rindenveredeln geht jetzt dann erst los. Ich weiß nicht, ich habe es noch nicht probiert, aber da geht es jetzt dann los. Das ist das, was auch die Vereine in der Regel ja, lehren. Was wir jetzt also noch nicht angesprochen haben, was dazugehört, war die Vorbereitung der Unterlagen, der Reiserschnitt, Reiserlagerung, Veredelungsmesser. Da gibt es verschiedene Messer für verschiedene Veredelungen. Formen eigene Messer, wie zum Beispiel jetzt bei der Walnuss, unterschiedliche Bindematerialien. Wenn ich zum Beispiel stärkere Dinge habe, aber die nach wie vor mit Bast. Weil das Wachstum da stärker wird, kräftiger wird und der Bast wird hernach aufgebrochen. Wenn Sie Kunststoffbänder oder sowas nehmen, das schneidet ein. Wenn es dann kleinere Sachen haben, nehme ich, habe ich so Plastikdinger, weil die braucht man dann nicht verschmieren, da bleiben dann Finger sauber. Es gibt unterschiedliche Beschriftungsmaterialien, das ist ein großes Problem, weil wenn man es beschrift nach zwei Jahren, schaut man nicht nach, dann weiß man nicht mehr, was dran ist. Der Veredelungsschutz, dann Krankheiten und Schädlinge, Schleifmittel. Was wichtig ist, ist das ganze das richtige Schleifen der Messer. Sie brauchen immer einen scharfen Schnitt. Und dann gibt es auch noch gesetzliche Bestimmungen der Reiserverbreitung. Also es haben da zwischen ein bisschen die Flügel gebunden. Jeder darf nicht mehr alles verschachern, wie er will. Und somit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass für Sie was Brauchbares dabei war.
Wie Sie wollen, genau. Ja, mir ist es auch gleich. Wir können jetzt dann her. Ich weiß nicht, kommt dann jetzt gleich noch jemand, wann nachher? Genau. Wann schalten wir das aus und dann können wir dann runtergehen? Dann in einer halben Stunde. Ja, passt. Genau, ab zwei, dann machen wir eine kleine Pause und haben wir mal ein Wasser drauf. Alles klar. Okay. Bitte.